Also wir kommen wieder zu unserer Wahl-Sondersendung, Wahl 23, die Wiederholungswahl in Berlin. Weil so viel passiert war vor einem Jahr, schiefgegangen ist, muss das Ganze wiederholt werden am 12. Februar. Und da wollen alle natürlich gewinnen. Und die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, hat auf dem kleinen Parteitag vor ein paar Tagen gesagt, noch 4 Wochen, dann haben wir gewonnen. Mit wie viel gewinnt man denn? 12%? 14, 18, 20, 22, 30? Gewonnen haben wir in dem Moment, wo wir mehr haben als 2021. Und insofern ist das natürlich unser Ziel, unser Ergebnis zu verbessern und möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass wir gute Ideen haben, um diese Stadt voranzubringen. Ja, wir wollen heute zu zweit mit meinem Kollegen Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro und mit Peter Brinkmann von TV Berlin, ja, Frau Katina Schubert in die Zange nehmen und fragen, wie sie denn nun gewinnen will und was die Linke anders machen als die anderen und was besonders reizvoll ist, Linke zu wählen. Deswegen ganz herzlich willkommen von uns beiden und herzlich willkommen, dass Sie uns heute zuschauen zu unserer Wahl. Sondersendung. 12% ist eigentlich nicht das, was man sich erhoffte, dass es so viel, wie Sie vor einem Jahr hatten, nicht? Wenn ich das richtig erinnere. Wir hatten 2021 14,1% und natürlich wollen wir das wieder erreichen und verbessern. Wir wollen auch Wahlen gewinnen und keine Umfragen. Insofern lasse ich mich da auch gar nicht irre machen von Umfragen, sondern wir machen sehr konzentriert unseren Wahlkampf jetzt in diesen Wochen, seitdem feststeht, dass es diese Wiederholungswahl gibt. Und wir machen vor allen Dingen, stellen wir vor allen Dingen in den Mittelpunkt die soziale Frage hier in Berlin, die Wohnungsfrage, die Mietenfrage. Wir versuchen, Fragen von Klimaschutz, Mobilität, sozialer Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit und das Recht auf Wohnen zusammenzubringen zu einem Gesamtkonzept. Weil unser Ziel ist, dass wir hier niemanden zurücklassen in dieser Krisensituation, die wir hier haben in Berlin, dass niemand im Dunkeln und im Kalten sitzen muss und gleichzeitig wir bis 2030 auch niemanden mehr in der Stadt haben wollen, der keine Wohnung hat, obwohl er eine Wohnung möchte. Wir haben hier in Berlin den Verfassungsgrundsatz des Recht auf Wohnens. Und dafür müssen jetzt alle Anstrengungen unternommen werden, dass alle Menschen, die hier in Berlin leben, auch eine vernünftige Wohnung haben. Und dazu müssen wir ein paar Weichen stellen. Frau Schubert, darf ich Sie mal unterbrechen? Na klar. Sie haben ein Jahr schon regiert mit den Linken. Und das, was die Leute monieren, ist, wieso sind die ganzen Ziele, die sich diese Ampel, diese Regierung gesetzt hat, Rot-Rot-Grün, vor einem Jahr nicht erfüllt beim Wohnungsbau? Jetzt kommen Sie und sagen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Und der Wähler sagt, aber Sie hätten doch schon. Naja, wir haben vor anderthalb Jahren, das ist ja fast, oder vor einem Jahr den Koalitionsvertrag geschlossen auf 5 Jahre. Da kann man jetzt nach einem Jahr schlecht sagen, die Ziele sind nicht erreicht. Eigentlich wollten wir die ja in 5 Jahren erreichen. Und es gibt natürlich auch so ein paar Weichenstellungen, die vorgenommen werden müssen. Die gehen nicht mal eben so schnell, dass man einen Hebel umlegt, sondern da müssen entsprechende Vorarbeiten gemacht werden. Das ist schon klar. Aber wir müssen auch feststellen, dass mit dem Wechsel des Ressorts Stadtentwicklung und Wohnen von uns, der Linken, zur SPD nichts besser geworden ist, sondern im Gegenteil. Die Neubauzahlen sind eingebrochen, die Zahl der Baugenehmigungen sind eingebrochen. Das hat jetzt nicht nur was mit der SPD zu tun, es hat auch was mit der Krisensituation zu tun, es hat was mit steigenden Zinsen, steigenden Baustoffkosten zu tun. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass private Investoren kein Interesse am Wohnungsbau haben, wenn sie damit keine deutlichen Profite machen können. Und wir sagen, wir brauchen Wohnungsneubau ganz dringend, aber im gemeinwohlorientierten Sektor. Deswegen vor anderthalb Stunden hat unser Spitzenkandidat Klaus Lederer gemeinsam mit Katja Kipping und unserem wohnungspolitischen Sprecher Niklas Schenker ein Programm zu kommunalem Wohnungsbau vorgestellt, das sehr dezidiert nachweist, dass es auch möglich ist, 7.500 Sozialwohnungen im Jahr zu bauen mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die ja gemeinwohlorientiert verpflichtet sind. Wenn wir entsprechend die Förderkulisse ändern, wenn wir entsprechend die Fördermittel direkt in die Eigenkapitalbestände der landeseigenen Wohnungsunternehmen geben, damit sie sich günstig Kredite organisieren können, um diesen Neubau zu organisieren. Es gibt dafür auch eine gute Begründung, weil die bisherigen Fördermittel, die wir ja auch haben für den Bau von Sozialwohnungen, sind zu 90% von den landeseigenen Wohnungsunternehmen abgerufen worden. Die privaten machen es nicht, weil es sich für sie nicht lohnt. Und wir brauchen aber, weil die Einkommensstruktur in Berlin eben so ist, deutlich mehr Sozialwohnungen, als wir das bisher haben. Und zwar auch Sozialwohnungen, die nicht aus der Bindung fallen.
Das alte System des sozialen Wohnungsbaus war ja, dass die Wohnungen für eine bestimmte Zeit, in der Regel 20 Jahre lang, als Sozialwohnungen gebunden waren. Und wenn die Bindung endet, gehen die Kosten, die Mieten extrem nach oben, weil dann sogenannte Kostenmieten genommen werden. Da fallen dann aber auch Kreditkosten rein, die schon längst abbezahlt sind. Also das ist tatsächlich eine Falle für Menschen, die wenig verdienen. Und deswegen sagen wir, wir müssen den gemeinwohlorientierten Sektor ausbauen. Wir müssen dauerhaft Sozialwohnungen bauen. Und wir müssen das so bauen, dass wirklich die Berliner und Berliner die Chance haben, hier zu wohnen, sodass niemand mehr als 30% seines Einkommens für die Miete ausgeben muss. Und das ist wirklich zentral für den sozialen Zusammenhalt in Berlin. Und das ist eines unserer Schwerpunkte, neben anderen vor allen Dingen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit, der sozialen Gerechtigkeit und des Zusammenfügens von Klimaneutralität und sozialer Frage. Das sind eine Menge von Themen, die wir in dieser Sendung anschneiden werden. Wir hatten in dieser Sendeserie auch die Kandidatin der SPD zu Gast, die Frau Melanie Kühnemann-Grunow, die von der SPD ist und die den Koalitionspartnern Grünen und Linken die Mitschuld daran gibt, dass sich im Wohnungsbau nichts tut oder viel zu langsam tut, weil es so viele Vorgaben gibt und so viele Details verlangt werden, dass alles viel länger dauert. Fühlt die Linkspartei sich damit schuldig oder ist das eher ein Problem mit den Grünen? Oder teilen Sie die Kritik überhaupt nicht? Ich teile diese Kritik überhaupt nicht. Ich glaube, da will Frau Kühnemann-Grunow einfach ablenken von dem, was im eigenen Ressort passiert. Die SPD ist ja mit großen Versprechungen angetreten, mit Bauen, Bauen, Bauen und hat erklärt, dass wenn sie erstmal das Ressort wieder übernimmt, dass dann alles ganz fix geht. Der Aufprall in der Realität war dann ein harter, wo man einfach auch der Fairness halber immer dazu sagen muss, mit dem verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich natürlich die Inflation massiv verschärft, hat sich die vorher schon bestehende Baustoffknappheit verschärft. Dazu kommt jetzt die Zinsentwicklung. Also sagen wir mal, das Bauen an sich ist im Moment deutlich teurer geworden. Würden man rein frei finanzierenden Wohnungsbau vermieten wollen, wären wir bei Kaltmieten von 20 Euro den Quadratmeter. Das kann sich in Berlin keine normale Familie natürlich mehr leisten. Deswegen ist es einfach objektiv notwendig, dass wir den sozialen Wohnungsbau massiv fördern. Und da es für die Privaten überhaupt nicht attraktiv ist, weil sie daraus keine großen Renditen schöpfen können, wahrscheinlich ist auch die Zeit der großen Renditen aus dem Betongold einfach vorbei. Es ist umso notwendiger, dass wir den kommunalen Wohnungsbau massiv stärken. Und zu diesem Schwenk müssen wir die SPD noch gewinnen. Und ich hoffe, dass wir nach diesen Wahlen stark genug sind, um das auch entsprechend durchsetzen zu können. Weil diese Hoffnung, dass die Privaten mitmachen und dass die das Gemeinwohl im Blick haben, die halte ich für trügerisch und das hat sich ja auch gezeigt. Das Wohnungsbündnis, was mit viel Tamtam ins Leben gerufen worden ist, hat bisher keine Ergebnisse gezeigt. Aber dass Investoren, Berlin den Rücken gezeigt haben und lieber woanders investieren, liegt wahrscheinlich nicht nur an mangelnder Rendite, die hier zu erwarten ist, sondern weil hier alles kompliziert ist von politischen Vorgaben her. Na, also ich meine, die Bundesgesetze gelten hier wie auch anderswo. Was hier vielleicht etwas ausgeprägter ist als anderswo, ist der Wunsch der Berlinerinnen und Berliner, beteiligt zu werden und auch die Vorgaben nach Beteiligung. Es ist aber, glaube ich, ein Irrglaube anzunehmen, dass Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Gestaltung ihrer Stadt mittelfristig zu Verzögerungen führt, sondern ganz im Gegenteil. Wenn es zum Beispiel um Nachverdichtung geht, ist ja eines der umstrittensten Themen im Moment in Berlin überhaupt, dann ist eine Nachverdichtung, die mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern konzipiert und gestaltet wird, natürlich viel akzeptierter, als wenn einfach ein Klotz irgendwie mitten in den Innenhof gesetzt wird, den Menschen ihre Wohnungen verschattet werden, die Lebensqualität deutlich eingeschränkt wird und dadurch natürlich der Protest, und der bildet sich ja dann wie so ein Schneeballsystem, ja, durch alle Bauvorhaben, das betrifft dann sowohl private Investoren wie auch landeseigene Wohnungsunternehmen, der setzt sich dann fort. Und deswegen sagen wir, frühzeitige Beteiligung, gemeinsames Gestalten, so, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie jeder hier planen kann, dazu braucht man schon Expertise, aber dass man gemeinsam überlegt, wie kriegt man es hin, dass wir mehr bauen und trotzdem die Lebensqualität der Leute erhalten.
Das ist die Herausforderung. Und ja, das dauert. Aber im Endeffekt sind wir schneller, als wenn wir Klagen haben, als wenn wir große Protestaktionen haben, als wenn wir möglicherweise auch Bauvorhaben ja auch zu Fall gebracht worden sind. Aufgrund der Tatsache, dass dann eben Umweltvorgaben, Klimavorgaben, Planungsvorgaben nicht eingehalten werden, weil es alles schnell, schnell gehen muss. Schnell, schnell ist am Ende viel langsamer. Und deswegen sagen wir, eine gute Beteiligung, eine kluge Planung, das Zusammenbringen von Lebensqualität, Klimaneutralität ist in so einer hochverdichteten Metropole wie unserer ganz zentral wichtig. Und Wohnungsneubau ist entscheidend. Das Wort Enteignung ist jetzt in Ihren letzten Sätzen nicht gefallen. Aber Sie haben mich auch nicht nachgefragt. Ja, das tue ich jetzt. Was kann sich denn dadurch ändern, dass man das jetzt alles in Gemeineigentum überführt oder wie immer man das nennen will? Dadurch wird es ja auch nicht schneller. Der Bau wird nicht schneller, der Bau wird auch nicht billiger. Das heißt, wo liegt die Sinnhaftigkeit einer solchen Enteignung? Ich finde ehrlich gesagt diese Vergleiche immer etwas schwierig. Also wenn ich eine Birne pflücke, esse ich auch keinen Apfel, sondern dann esse ich eben eine Birne. Vielleicht also ich esse danach. Es geht, beim Neubau geht es tatsächlich um Neubau. Bei der Frage der Vergesellschaftung der großen profitorientierten der Wohnungsbestände der großen profitorientierten Immobilienunternehmen geht es ja um den Bestand, um Wohnungen, die schon da sind. Und da geht es darum, diese Wohnungen in Gemeineigentum zu überführen. Das hat mehrere Effekte. Erstens, sie werden dann auch gemeinwirtschaftlich bewirtschaftet. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Studie bekommen, die sagt, wenn diese Wohnungen in Gemeineigentum überführt werden und dann genauso bewirtschaftet werden wie die 340.000 Wohnungen, die jetzt schon im Besitz der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen sind, werden die Mieten dort nicht nur stabil gehalten, sondern können sogar sinken. Das heißt, wir haben dann mehr Wohnungen, die für wenig Verdienende oder Mittelverdienende, sagen wir mal Normalverdienende, verfügbar sind. Wir haben ja im Moment eine Situation, dass nicht nur Sozialwohnungen, dieses Jahr etwa 20.000, aus der Sozialbindung fallen, sondern dass über die Preissteigerungen im Mietensektor auch immer mehr Wohnungen für Normalverdienende gar nicht mehr bezahlbar sind. Das heißt, der Sektor der bezahlbaren Wohnungen verkleinert sich, wenn man da nicht massiv dagegen vorgeht. Wir haben es mit dem Mietendeckel versucht, da wurde uns die Gesetzgebungskompetenz abgesprochen. Deswegen sagen wir, da muss der Bund ran. Die Mieten müssen jetzt hier stabil gehalten werden, gerade in einer Situation, wo wir 8-10% Inflation haben. Zwischenfrage, kümmert sich der Bund denn inzwischen darum? Nein, tut er nicht. Das ist ja das Drama, was wir haben. Weder beim Bauministerin an weder beim kommunalen Vorgau. Ja, aber die FDP blockiert da alles. Das muss man der Fairness halber zugunsten der SPD sagen. Weder gibt es wieder ein kommunales Vorkaufsrecht, noch gibt es einen Mietendeckel, noch gibt es eine wirksame Mietpreisbremse. Auf dem Mietensektor tut sich im Bund gar nichts. Das heißt, wir sind auf uns allein angewiesen hier im Land Berlin, um hier dieses ja wirklich für das Zusammenleben so zentralen Sektor irgendwie zu gestalten. Und deswegen nutzen wir alle Instrumente, die wir haben, was wir tun können, um hier die Mieten stabil zu halten, um mehr bezahlbare Wohnungen und günstige Wohnungen zu bekommen. Und deswegen unsere verschiedenen Säulen, die wir jetzt vorgestellt haben. Die Vergesellschaftung ist eine zentrale, der Neubau, der kommunale Neubau ist eine andere zentrale Säule. Wenn unsere Zuschauer überlegen, jetzt die Linkspartei zu wählen, die Ziele, die Sie aufgezählt haben, kennen wir, aber wie realistisch ist es, dass Sie das bald umsetzen können? In Berlin dauert ja wirklich alles viel zu lang. Naja, es dauert ehrlich gesagt in Berlin nicht länger als anderswo. Hier guckt nur die ganze Welt hin. Ich bin ja auch öfter mal in meiner Herkunftsstadt Bonn und kriege auch mit, was dann alles nicht funktioniert. Und dann treffe ich Leute aus Köln und dann stellt sich heraus, das funktioniert da auch nicht. Und selbst in der Vorbildstadt Hamburg funktioniert vieles nicht. Das ist, glaube ich, da muss ich Berlin nicht an den Pranger stellen lassen und sollte es auch nicht tun. Weil Probleme in der Verwaltung, Probleme mit der Digitalisierung, Probleme mit der Beschleunigung von Verfahren haben wir überall in der Republik. Aber unabhängig davon, ob das jetzt ganz schnell geht, es ist natürlich eine Frage der politischen Mehrheiten. Wir können ein kommunales Wohnungsbauprogramm sofort aufsetzen, wenn die politischen Mehrheiten das in dieser Stadt wollen. Das heißt, wenn auch die Koalition, die jetzt existiert, die einen Koalitionsvertrag bis 2026 hat, sich nach diesen Wiederholungswahlen wieder zusammensetzt, zusammenrauft und sagt, jawohl, da steuern wir jetzt um.
Das ist eine gute Idee, weil wir haben erkannt, dass die Privaten es nicht richten. Wir müssen es mit den Kommunalen machen, wir müssen es mit den Genossenschaften machen, wir müssen es mit all denen machen, die den gemeinwohlorientierten Wohnungsbausektor massiv ausweiten wollen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sowohl im Bestand als auch in dem Neubau. Frau Schubert, nochmal zurück zur alten Frage. Dann alles auf die Zukunft projiziert, dann machen wir das. Diese Koalition besteht doch schon ein ganzes Jahr. Und hätte man da nicht richtig große Flöcke einsetzen müssen und sagen, so, wir wollen das jetzt so machen und zwar sofort fangen wir damit an. Das ist eine Frage jetzt, der Mehrheiten. Ja, die Mehrheit haben Sie doch gehabt jetzt das ganze Jahr schon. Wir haben eine Koalition. Die linke Mehrheit haben Sie gehabt. Diese Koalition besteht aus drei Parteien. Die SPD hat eine klar andere Strategie gefahren. Sie wollte irgendwie das Gemeinsame zwischen Kommunalen und Privaten. Jetzt haben wir festgestellt, das funktioniert nicht. Das hätte vielleicht vor 10 Jahren funktioniert, als der Bauboom begonnen hat und hier richtig Geld zu scheffeln gewesen wäre. Dann hätte das möglicherweise auch für Private ein attraktives Angebot sein können. Das ist aber vorbei. Wir sind jetzt in einer anderen Phase. Und jetzt sind es tatsächlich die Kommunalen, die Genossenschaften, die gemeinwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen, die in der Lage sind, günstigen Wohnraum zu bauen, wenn sie die entsprechende Förderung kriegen. Und diese entsprechende Förderung müssen wir jetzt bereitstellen. Wir haben auch jetzt schon 500 Millionen Euro Fördermittel im Haushalt stehen, also fast 500 Millionen. Die werden zu 90% von den Landeseigenen abgerufen. Dann sagen wir, dann lasst es uns darauf zuschneiden. Lasst es uns auf die Bedürfnisse der landeseigenen Genossenschaften zuschneiden, was wir an Mitteln haben, um den sozialen Wohnungsbau zu beschleunigen. Wer ist denn dagegen? Noch sieht die SPD das, glaube ich, anders, aber das wird dann Gegenstand weiterer Verhandlungen sein. Und ich gehe sehr davon aus, dass es da auch zu einem Umsteuern und zu einem Umdenken gibt. Einfach auch aus den Erfahrungen dieses letzten Jahres, als die SPD dieses Ressort zwar hatte, aber nichts bewegt hat. Mit welcher Bürgermeisterin oder mit welchem Bürgermeister könnten Sie das am ehesten weiterbringen? Ja, natürlich am ehesten wäre das mit Klaus Lederer zu ermöglichen, weil er ist ja mal unser Spitzenkandidat. Und da fehlen ja aber noch ein paar Punkte. Wir wollen Wahlen und nicht Umfragen gewinnen, das wiederhole ich mantramäßig. Aber also Koalitionsverträge müssen von allen drei Parteien erfüllt werden. Insofern hängt es ja nicht von einer einzelnen Person ab, sondern davon, worauf können wir uns verständigen in dann möglicherweise anstehenden Nachverhandlungen nach dieser Wiederholung. Aber Frau Jarosch die Bürgermeisterin wäre oder Frau Giffey? Jede Person ist anders, aber ich werde mich hier jetzt nicht in Spekulationen verirren, wer vielleicht Bürgermeisterin oder Bürgermeister wird. Ich setze auf Klaus Lederer, das ist mein Spitzenkandidat, das ist der Beste. Er macht hier seit 6 Jahren hervorragende Arbeit. Und ich werbe auch dafür, dass man ihn da stärkt. Und nicht nur als Kultursenator, sondern natürlich könnte er auch regierender Bürgermeister, weil Bürgermeister macht er ja schon prima. Ja, aber Frau Schubert, es bewegt mich immer wieder die Frage, Sie alleine werden den regierenden Bürgermeister nicht stellen. Das heißt, Sie brauchen Partner. Sie sagen, Hemmschuh momentan ist in der SPD zu suchen. Angenommen, Frau Jarosch würde jetzt regierende Bürgermeisterin. Sind die Hemmschuhe dann bei den Grünen größer oder kleiner für diese Programme? Denn eines ist ja ganz sicher, Sie müssen an diese Programme jetzt ran. Nochmal vertrösten gilt nicht. Ja, wir müssen an diese Programme ran und wir müssen uns da in einer Koalition darauf verständigen. Und ich glaube, der Leidensdruck ist bei der SPD und bei den Grünen ähnlich groß. Also auch Sie sehen, dass die bisherige Anlage nicht funktioniert, dass wir in dieser Krisensituation deutlich zulegen müssen beim sozialen Wohnungsbau. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir nach Verhandlungen der Koalition da auch zu einer Verständigung kommen. Sie sind jetzt mit Schal gekommen, mit einem dicken Pullover. Das deutet darauf hin, dass der Wahlkampf im Winter nicht so lustig ist. Muss man sich warm anziehen. Was sind denn die größten Probleme, die möglichen Wähler, die am Wahlstand der Linken stehen bleiben, Ihnen vorbringen? Sind das immer Wohnungsthemen? Es sind auch viele Wohnungsthemen, das muss man tatsächlich sagen. Aber es umtreibt die Menschen natürlich auch die momentane Krisensituation. Also wie bezahle ich eigentlich meine Heizkostenrechnung? Wie bezahle ich meine Stromrechnung? Was kommt da noch alles auf mich zu?
Es gab ja Entlastungen des Bundes, aber es ist vieles unklar, wann das denn eigentlich bei Mieterinnen und Mieter ankommt, weil das ist ja jeweils unterschiedlich von den jeweiligen Versorgern, von der jeweiligen Struktur, ob die Vorauszahlungen beim Vermieter abgegeben werden oder Direktverträge mit den Versorgern bestehen. Es gibt extrem viel Unsicherheit. Und es gibt Ängste. Und es gibt Ängste vor zum Beispiel vor Strom- und Gassperren. Da haben wir jetzt seit letzte Woche Montag haben wir ja den Härtefallfonds an den Start gebracht, sodass jede Berlinerin und jede Berliner, der eine Stromsperre oder eine Gassperre droht, sehr schnell, sehr unbürokratisch online einen Antrag stellen kann bei der Senatsverwaltung für Soziales, damit es nicht zu einer Stromsperre kommt und die entsprechenden Abschlagszahlungen übernommen werden, weil das ist sozusagen das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man bei diesen Temperaturen, und die werden ja jetzt auch wieder kälter, wie man hört. Der Winter dann, kommt erst noch. Der kommt, ja. Naja, war im Dezember ja schon mal kurz da, das war ja auch schon recht frisch. Und wenn man dann keine Heizung hat und keinen Strom hat und sich gar nicht behelfen kann, dann wird es einfach auch gefährlich. Und das umtreibt die Leute sehr. Dann sind es natürlich Verkehrsthemen immer wieder. Wie komme ich sicher von A nach B? Wie kann man den ÖPNV so ausbauen, dass er wirklich attraktiv ist? In meinem Wahlkreis, ich habe meinen Wahlkreis oben im Märkischen Viertel, geht es natürlich auch immer noch darum, wie kann das Märkische Viertel verkehrstechnisch besser angebunden sein? Und über alle diese Themen wie in allen Außenbezirken. Nach einer kurzen Werbepause reden, die wir jetzt machen, und dann reden wir weiter mit Katina Schubert, sie ist Landesvorsitzende der Linken in Berlin und ganz, ganz großes Engagement. Das spüren wir heute hier in der Sendung und wahrscheinlich auch alle Wählerinnen und Wähler, wenn sie draußen stehen und sich kalte Füße holen und sich heiß reden über das, was in dieser Stadt gemacht werden muss. Netzwerk der Wärme ist zum Beispiel so ein Stichwort, über das wir reden müssen. ÖPNV, Sie haben schon gesagt. Wir machen eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder da mit Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Und mit Peter Brinkmann, TV Berlin. Und unser Gast ist Katina Schubert in unserer Wahlsondersendung Wahl 23. 12. Februar wird gewählt, das ist nicht mehr lange hin. Und wenn Sie noch nicht wissen, wen Sie wählen wollen, hören Sie heute genau hin. Und dann überlegen Sie, ob Sie bei der Linken Ihr Kreuz machen oder nicht. Das war ein Stück Wahlwerbung in eigener Sache. Bis gleich, bleiben Sie dran. Zurück in unsere Wahlsondersendung, Wahl 23. Am 12. Februar wird gewählt, wiederholt gewählt, die Wahlen von vor einem Jahr. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, ob die jetzige rot-rot-grüne Koalition Bestand hat oder vielleicht irgendetwas geschieht, womit wir heute nicht rechnen. Zu Gast ist heute bei uns Katina Schubert, sie ist die Landesvorsitzende der Linken, und wir beide, Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro und Peter Brinkmann, TV Berlin, versuchen die letzten Geheimnisse aus der Spitzenkandidatin herauszupressen. Ewald König hat das Wort. Ja, ein Geheimnis interessiert mich. Sie stammen aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Sie waren früher auch in der SPD Mitglied und engagiert zu Bonner Zeiten. Was war denn eigentlich der Grund, warum Sie zur Linken gegangen sind? Was können die besser? Also zu meiner Lebensgeschichte muss man sagen, ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr in der SPD als Juso und bin dann ausgetreten, nachdem die SPD dem NATO-Doppelbeschluss zugestimmt hat. Das war ja in den 80er Jahren eine ganz große Auseinandersetzung, als es um die Bewaffnung, atomare Bewaffnung, sowohl in der NATO als auch des Warschauer Pakts. Waren Sie auch auf den großen Demonstrationen am Hofgarten? Ja, selbstverständlich. Da durfte ich sogar schon Infotische bestücken und so. Also das hat mich schon sehr geprägt, diese Zeit, als ich noch ganz, ganz jung war. Und war viele Jahre parteilos und bin eigentlich erst, als ich dann angefangen habe, bei der PDS-Fraktion im Bundestag zu arbeiten, als Referentin, dann auch tatsächlich dann eingetreten. Das war aber dann auch erst in den 90er Jahren. Also da war eine große Lücke dazwischen. Und ich war dann immer der Auffassung, dass die PDS und später die Linke einfach eine viel konsequentere Politik macht in Fragen sozialer Gerechtigkeit, in Fragen von Umverteilung von oben nach unten, aber auch in dem Versuch, Naturschutz, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit vernünftig miteinander zu verbinden und soziale Gerechtigkeit auch international zu fassen. Mein Schwerpunkt ist ja Flüchtlings- und Migrationspolitik.
Und von daher lag es dann nahe, dann auch nicht nur für die damalige PDS-Fraktion zu arbeiten, sondern sich dann eben auch in der Partei zu engagieren. Und so ist es dann gekommen. Das ist, also dann ergibt sich das alles so ein bisschen von selber. So, dann also mich hat das interessiert, einfach als Hintergrund Ihrer Person, um die nächsten Punkte, die wir eigentlich schon angekündigt hatten, anzusprechen, von Mobilität und eben die Flüchtlingspolitik und Klimaschutz und so weiter. Was ist denn jetzt von denen das Wichtigste? Welche Rolle spielt die Flüchtlingspolitik? Die Flüchtlingspolitik spielt natürlich eine sehr große Rolle. Berlin ist eine internationale Metropole und ist seit Jahrhunderten Zufluchtsort und Zufluchtspunkt für Menschen, die Schutz und Aufnahme brauchen vor Verfolgung, vor Krieg, vor Notlagen. Und insofern steht Berlin da auch in einer großen und wichtigen Tradition. Und wir verstehen uns ja auch als sicherer Hafen, der tatsächlich solch ein Ort ist. Und wir sehen im Moment ja auch, wie Katja Kipping und ihr Team, wie die Bezirke wirklich alles mobilisieren an Unterbringungsmöglichkeiten, an Ressourcen, um den Menschen, die zum Beispiel vor dem Krieg in der Ukraine hierher zu uns kommen, die aber auch aus Afghanistan vor dem Terror der Taliban fliehen, die vor dem syrischen Bürgerkrieg fliehen, damit sie hier Schutz und Aufnahme kriegen, die vor dem diktatorischen Regime in der Türkei fliehen, die vor der Diktatur im Iran fliehen, dass sie hier Schutz und Aufnahme bekommen. Das erfordert massive Mobilisierung von Ressourcen, das ist ja völlig klar. Wir müssen die Menschen menschenwürdig unterbringen. Auch deswegen ist die Frage des kommunalen Wohnungsbaus so wichtig, weil viele Menschen, die schon vor vielen Jahren hierher geflüchtet sind, die ihren Job haben, die hier ihre Ausbildung haben, sind zum Teil immer noch in Flüchtlingsunterkünften, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden. Und deswegen ist das tatsächlich ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt, auch um schnelle Integration zu ermöglichen, um schnelle Teilhabe an dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Berlin ist sowieso ein Schmelztiegel mit Menschen aus über 195 Ländern. Und das geht natürlich umso besser, je schneller man eine eigene Wohnung hat und dann auch Zugang zu Bildung, Arbeit und zum gesellschaftlichen Leben. Insofern ist das für mich eine Herzensangelegenheit und für uns als Partei natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Aber es ist nicht nur für uns als Partei, sondern es ist, glaube ich, für die Stadtgesellschaft Berlin eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Und ich nehme immer wieder wahr, dass die Berlinerinnen und Berliner es auch beherzt annehmen und es da eine große, große Solidarität gibt. Wie oft werden Sie denn auf der Straße gefragt, wenn Sie Ihre Wahlveranstaltung machen und sagen, ihr kümmert euch zu viel um die Flüchtlinge, ich finde keine Wohnung in Berlin, ja, weil das zu teuer ist und den Flüchtlingen wird alles zur Verfügung gestellt? Ja, das hört man leider oft, ne? Ja, das hört man oft. Ich kann dann immer aufklären, dass geflüchtete Menschen genauso ein Problem haben, eine bezahlbare oder sogar größere Probleme haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden wie weiße Menschen. Das ändert aber an dem Problem der Leute nichts und deswegen ist es so wichtig, dass wir mehr bezahlbare Wohnungen hier in der Stadt kriegen, sowohl aus dem Bestand als auch aus dem Neubau. Und deswegen sagen wir ja, kommunaler Wohnungsneubau ist die zentrale Dreh- und Angelpunkt, um dieses Problem zu beheben. Ein ganz aktuelles Problem ist, da bin ich ganz sicher, dass Ihnen diese Frage ständig gestellt wird, wenn Sie auf der Straße sind und Ihre Wahlkampftour machen, ist, wie soll ich meine nächste Heizungsrechnung eigentlich bezahlen? Ich weiß nicht, wie hoch die wird. Ich weiß nur, dass so hoch, wie sie jetzt ist, ich sie kaum bezahlen kann. Mehr geht nicht. Und die Bürger erwarten eine Antwort von Ihnen. Naja, da sind wir wieder in dem Dilemma, was wir als Landespolitikerinnen und Landespolitiker oft haben. Zentrale Entscheidungen fallen auf der Bundesebene. Und auch die Entlastungspakete sind ja entscheidend auf der Bundesebene geschnürt worden. Aber es bleibt immer noch unklar, wann sie eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Und es ist eben sehr unterschiedlich, wann und wie sie ankommen. Je nachdem, ob man einen Direktvertrag mit Versorgern hat, ob das über die Vermieter abgewickelt wird. Das sind alles Unsicherheiten, mit denen die Leute behaftet sind. Da haben wir als Land keinen Einfluss. Was wir als Land auf jeden Fall machen, ist dafür zu sorgen, dass hier niemand im Kalten und im Dunkeln bleibt. Das heißt, wenn ein Mensch erfährt, er steht kurz vor einer Stromsperre, also der Stromversorger sagt, wir schalten ihn den Strom ab, weil er diese überhöhten Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Und gerade ab 1. Februar wird es ja nochmal massive Steigerungen geben. Gibt es die Möglichkeit,
online einen Antrag bei der Sozialverwaltung zu stellen, damit diese Abschläge übernommen werden, damit es zu einer Vermeidung der Stromsperren kommt. Das gleiche bei Gas, damit es keine Heizungssperren gibt. Das machen wir als Land. Wir sind auch das erste Bundesland überhaupt, das einen solchen Härtefallfonds auf den Weg gebracht hat, der jetzt läuft und der den Menschen die Möglichkeit gibt, sicher über diesen Winter zu kommen. Aber ich erwarte vom Bund, dass er endlich Klarheit schafft, dass es irgendwie auch Hilfsmaßnahmen gibt, damit die Leute wissen, wo sie sich hinwenden können, um diese Unsicherheiten zu beenden. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Wie kriegt man aber das hin, dass das nicht manche Leute ausnützen? Naja, auch bei dem Online-Antrag für die Strom- und Gassperren müssen ein paar Sachen, der Vertrag mit dem Versorger, es müssen die Rechnungen, die müssen schon hochgeladen werden. Man kann nicht einfach sagen, ich brauche Geld. So, also das muss man schon nachweisen, dass man jetzt in einer schwierigen Situation ist, aber es soll trotzdem möglichst einfach sein. Ich meine, alle verlangen, es soll alles schnell gehen, es soll alles digital gehen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch ordentlich umgehen mit öffentlichen Geldern. Und das wirkt manchmal wie Dilemma-Management, weil wenn man ordentlich prüft, dann dauert es eben seine Zeit. Und da haben wir versucht, einen ordentlichen Mittelweg, oder die Sozialverwaltung versucht, einen ordentlichen Mittelweg zu finden, schnelle Hilfe, ohne deswegen Mitnahmeeffekte zu produzieren. Das ist hoffentlich einfacher als die Grundsteuererklärungsformulare. Wahrscheinlich doch deutlich. Aber die wenigsten Wähler der Linken, glaube ich, müssen das Grundsteuerformular ausfüllen. Berlin ist eine Mieterin- und Mieterstadt. Also das ist jetzt für die allermeisten Leute mit normalen und kleinen Einkommen nicht das zentrale Problem. Aber das zentrale Problem ist das nächste Mobilitätsthema. Das heißt, Friedrichstraßenprojekt ist gescheitert oder auch nicht. Jedenfalls ist es erstmal gestoppt. Das heißt, brauchen wir wirklich so viele neue Radwege zu Lasten des Autoverkehrs? Oder wie organisiert man die Mobilitätswende in Berlin eigentlich jetzt neu, nach dem Scheitern einiger dieser Projekte, zum Beispiel Friedrichstraße? Also, ich meine, die Friedrichstraße, das war ja der Versuch, irgendwie eine Einkaufsstraße autofrei zu gestalten. Das halte ich aber nicht für den Dreh- und Angelpunkt einer Mobilitätswende, sondern der Dreh- und Angelpunkt der Mobilitätswende ist ja, dass jede Berlinerin und Berliner wirklich auch das Gefühl hat, sie kann sicher von A nach B kommen und sich das Verkehrsmittel dabei aussuchen und ist dabei nicht auf ein Auto angewiesen. Ich meine, die Verdienststruktur der Berlinerinnen und Berliner ist eben so, dass sie nicht sehr hoch ist. Ein Auto ist immer teuer. Das heißt, wenn ich aber günstig mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad sicher von A nach B komme, ist das durchaus eine attraktive Alternative zu einem sich ein eigenes Auto zu halten mit all den Kosten, die damit verbunden sind. Und deswegen sagen wir müssen massiv investieren in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, vor allen Dingen in die Straßenbahn. Wir möchten, dass die S-Bahn wieder in kommunaler Hand kommt, damit wir da auch eine Kontrolle drüber haben. Wir möchten nicht, dass die S-Bahn zerschlagen wird, in die Hände mehrerer Eigentümer kommt, weil die Befürchtung natürlich groß ist, dass dann das, was jetzt schon immer nicht funktioniert, noch schlimmer wird, indem dann irgendwie es auch noch sozusagen Schnittstellenprobleme gibt zwischen den verschiedenen Eigentümern, die dann auf dem Ring oder auf der Nord- und Südstrecke und ins Umland fahren. Das ist für uns ganz zentral. Aber wir brauchen natürlich auch sichere Fußwege und sichere Radwege. Und da muss ich sagen, vor allen Dingen innerhalb des Innenstadtbezirks müssen wir auch den Autoverkehr zurückdrängen. Das hat einmal natürlich umweltpolitische Gründe. Autos produzieren Feinstaub, produzieren Schadstoffe, die zulasten derjenigen gehen, die dort wohnen, die da jeden Tag die Luft einatmen müssen. Autos brauchen Platz, auch wenn sie stehen. Und ich finde es ein bisschen komisch, und ich fahre nur selber gerne Auto, das ist gar nicht mein Punkt, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass Autofahrerinnen und Autofahrer selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen, ihr Gefährt, sei es jetzt groß, mit, weiß ich was, 12 Quadratmetern oder 15 Quadratmetern oder klein mit 10 Quadratmetern, öffentlichen Raum für sich privat in Anspruch nehmen zu können, um dort ihr Auto hinzustellen und gar nicht verstehen, dass man darüber mal reden muss, über die Verteilung von öffentlichem Raum. Aber ich zahle während doch für Kinder Gebühren, Parkgebühren. Wird sowieso abgezogen. Ja, wenn man, aber es gibt ja auch viele, immer noch viele Stellen, wo man keine Parkgebühren zahlt.
wo man sein Auto 23 Stunden am Tag stehen hat und dann fährt man vielleicht mal eine Stunde oder manche fahren sogar nur samstags zum Einkaufen mit dem Auto. Und also müsste man dort öfters stehen, fahren, ne? Ja. Nee, das ist gar nicht der Punkt. Und es lohnt sich einfach nicht, unter diesen Umständen ein Auto zu haben. Aber da ist ein vernünftiges und bezahlbares Sharing-System, glaube ich, sinnvoller. Und natürlich wird es immer Leute geben, die immer ihr Auto brauchen, weil sie zum Beispiel sich nicht gut laufen können, weil selbst der Weg zur U-Bahn mit 500 Metern einfach objektiv zu weit ist. Es wird immer Wirtschaftsverkehre geben, es wird immer Verkehr geben von Pflegekräften, die irgendwie zu den Menschen hin müssen. Da kann man auch nicht sagen, jetzt fahren wir mit dem Lastenfahrrad. So, das wird es immer geben. Aber der private Autoverkehr für Menschen, die mobil sind, die rüstig sind, die fit sind, ich glaube, dass es irgendwie zumutbar ist zu sagen, also ihr könnt das alles entscheiden, ihr könnt das alles selber entscheiden. Aber wenn ihr meint, öffentlichen Straßenraum für euch privatisieren zu müssen, dann müsst ihr dafür auch bezahlen. Ist die Verkehrsanbindung nicht gerade in Ihrem Revier, Märkisches Viertel, ein großes Thema, wo die Grünen ganz anderer Meinung sind als Sie? Ja, die Verkehrsanbindung ist bei uns ein großes Thema, das ist überhaupt keine Frage. Es wurde den Menschen im Märkischen Viertel 40 Jahre lang versprochen, sie kriegen einen U-Bahn-Anschluss. 40 Jahre lang ist da nichts passiert. Ich halte auch mittlerweile das für nicht die zukunftsführende Perspektive, sondern ich glaube, es wäre schlauer, schneller, billiger, einen Straßenbahnanschluss zu legen. Da gibt es ja einen sozusagen im östlichen Teil des Märkischen Viertels. Von da aus könnte man das herziehen und dann mit der U-Bahn in Wittenau verbinden. Das würde gehen. Ich glaube, man muss die Bustakte ausbauen, also verdichten und nochmal mehr Gebiete des Märkischen Viertels mit dem Bus verbinden. Das geht. Das geht, man muss es nur wollen und man muss die Takte verdichten. Dann wird es auch für Menschen im Märkischen Viertel attraktiver, das Auto stehen zu lassen. Wer will es denn nicht? Im Moment ist das Auto da immer noch ein wichtiges Verkehrsmittel. Sie sagen, man muss es nur wollen. Wer will es denn nicht? Naja, also der Straßenbahnausbau ist nach wie vor umstritten, was ich nicht richtig nachvollziehen kann, weil es ist einfach ein im Vergleich zur U-Bahn günstiges Verkehrsmittel und klimafreundliches Verkehrsmittel. Aber es gibt halt auch immer noch so Westberliner Vorbehalte. Die Straßenbahn wird mit Osten verbunden und das will man im Westen nicht so gerne haben. Also das ist schon auch ein langer Prozess. Auch die Straßenbahn wieder im Westen wieder populär zu machen. Also das beginnt ja jetzt auch im Moabit und so haben wir jetzt auch wieder Straßenbahnen und die Leute erkennen, oh, das ist ja eigentlich eine coole Sache. Da gibt es kurze Abstände, man kann da schnell draufspringen, man kommt da klimafreundlich und zügig irgendwie voran. Ja, aber das alles muss dafür, warum macht man es denn nicht? Weil es die entsprechenden Zuständigen im Bezirk, aber vor allen Dingen auch im Verkehrsressort noch nicht tun. Lass uns aber das raus. Da arbeiten wir dran. Da arbeiten wir mehr dran. Dazu. Es soll ja mal geändert werden, sonst sitzen wir bei den nächsten Sendungen wieder hier oder bei der nächsten Wahl, falls die nächste Wahl gut geht und nicht wieder Probleme aufwirft. Und es hat sich wieder nichts getan. Ja doch, es wird ja eine Menge getan. Also so ist es ja nicht, jetzt nicht speziell im Märkischen Viertel, aber es gibt den Straßenbahnausbau in vielen Regionen. Und ich gehe auch davon aus, dass sich das in dieser Legislaturperiode, also wenn ich die bis 2026 rechne, auch noch mal deutlich beschleunigt. Weil einfach die Vorarbeiten in der letzten Legislaturperiode gemacht worden sind und jetzt sozusagen wir in die Ausführung kommen. Ich halte es nach wie vor auch für wichtig, den Radverkehr auszubauen und entsprechend sichere Radwege zu bauen. Da hat ja Corona wirklich für eine Beschleunigung gesorgt, indem dann mal gezeigt worden ist, wie gut es funktioniert, Teile der Straße abzusperren für den Radweg und es auch zu sichern, sodass man auch Radfahren kann, ohne irgendwie die Befürchtung zu haben, bei der nächsten Ecke irgendwie um den Haufen gefahren zu werden. Das ist eine gute Sache, aber das muss natürlich irgendwie weitergeführt werden und auch entsprechend politisch abgesichert werden. Wann gibt es denn Sicherheit über das 29-Euro-Ticket für die Zukunft? Ja, wir haben als einziges Bundesland dieses 29-Euro-Ticket eingeführt, um sozusagen eine Überbrückung zu schaffen, bis es endlich eine bundesweite Lösung gibt. Im Bund sehe ich im Moment nicht, dass sie ein 29-Euro-Ticket einführen, sondern da gehen sie ja wohl offensichtlich eher auf 49 Euro. Das ist für Menschen, die wenig verdienen oder Sozialtransfers bekommen, Grundrente, Asylbewerber, Leistungsgesetzrente oder Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld, aber ist letztendlich das Gleiche, natürlich viel zu teuer.
Deswegen haben wir hier in Berlin ein 9-Euro-Ticket eingeführt. Erstmal bis März. Wir haben aber auch schon das Geld für das gesamte Jahr eingestellt in den Haushalt. Deswegen werden wir uns natürlich massiv dafür einsetzen, dass das 9-Euro-Ticket bleibt. Das kommt immerhin 645.000 Berlinerinnen und Berliner zugute. Das 9-Euro-Ticket? Das 9-Euro-Ticket, ja. Weil es auch für Wohngeldbeziehende zugänglich ist. Und die Zahl der Wohngeldbeziehenden hat sich ja deutlich nochmal erhöht durch die Änderung des Wohngeldgesetzes. Das heißt, das sind etwa 645.000 Berlinerinnen und Berliner. Nimmt man die Schülerinnen und Schüler noch dazu, die ja gar nichts zahlen für ihr Schülerticket, sind es über 1 Million Berlinerinnen und Berliner, die für 9 Euro und weniger durch die Stadt fahren können und mobil sind. Und das gibt es nur mit uns, das gibt es nur mit der Berliner Linken. Und wir müssen halt sehen, wenn der Bund nicht in die Pötte kommt, dass wir zumindest für Berlin eine Situation schaffen, dass die Menschen bezahlbar mobil sind. Und das 29-Euro-Ticket ist eben für alle anderen, die eben normal verdienen, eine attraktive Alternative zum Auto. Und super wäre es natürlich, wenn wir es zusammen mit Brandenburg erreichen würden, wenn wir sowohl das 9-Euro-Ticket als auch das 29-Euro-Ticket zumindest für den gesamten VBB gelten lassen können. Sie haben es auch im Nebensatz eben gesagt, wenn der Bund nicht in die Pötte kommt. Warum kommt er denn nicht in die Pötte? Weil es da ganz unterschiedliche Interessen und Strategien. Ja, also in solchen Fragen, wo es um soziale Gerechtigkeit und die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und Klimaneutralität geht, ist die FDP der entscheidende Hemmschuh im Bund. Das ist einfach so. Und da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, wir im Land, damit es den Berlinern und Berlinern einigermaßen gut geht, müssen wir den Bund umspielen und tun das an allen Stellen, wo das möglich ist. Und zeigen damit auch, es gibt einen Unterschied zwischen Bund und Berlin. Und es ist ein Unterschied, wer regiert. Und es ist anders, wenn die Linke regiert, als wenn die FDP regiert. Dann hat man eben ein 9-Euro-Ticket. Wenn die FDP regiert, hat man es nicht. Und das können Sie alles am 12. Februar entscheiden in der Wiederholungswahl. Wir sind am Ende der Sendung. Und wir bedanken uns, wir, Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann, wir wünschen Ihnen auch alles Gute für die Wahl, aber wir müssen allen unseren Gesprächspartnern alles Gute wünschen. Ja, schon klar. Ihnen, ja. Ja, und vielleicht schafft es Herr Lederer dann doch, regierender Bürgermeister zu werden. Manchmal geschehen ja Zeichen und Wunder, aber als Linke darf man sich das natürlich wünschen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Wahl. Vielen Dank. 12. Februar und vor allen Dingen gehen Sie wählen, das ist ganz wichtig, wenn nicht wählen geht, kann hinterher zwar ordentlich motzen und meckern, aber er hat dann trotzdem nichts zu sagen. Und dann haben sie wenigstens ihr Kreuzchen gemacht. Bei der linken Partei oder bei wem auch immer. Wir haben heute die Spitzenkandidatin der Linken, Katina Schubert, zu Gast gehabt. Und ich hoffe, Sie haben viele überzeugt davon, dass das Kreuz bei den Linken besser ist als woanders. Ich hoffe auch. Und diesen Satz sagen wir ehrlicherweise natürlich am Ende jeder Sendung mit jedem Kandidaten. Aber vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und wir sehen uns zur nächsten Wahlsendung wieder, Wahl 23. Jeden Abend mit irgendjemand von irgendeiner Partei, die sich bewirbt, am 12. Februar wieder ins Parlament und in die Bezirksverordnetenversammlung zu kommen. Vielen Dank für heute und tschüss.